sich seit einer Weile wie ausgekauert und ausgenugelt. Kannst du aber lauter sagen. Ich fühle mich wie eine olle, schlappe, ungeschleuderte Golfsocke. Ist ja total mega ermüdig. Liegt doch auf der Elle, dass wir die Preisrutsche hier mal wieder abmeistern. Und dann werden sie unsere Schnabelze abblitzern und damit die Titelseite beflocken. Und die Schlabberschnecken machen vor uns eine extreme Abwirkung. Ist doch immer dieselbe Leira. Ich hab die ewige eine Leira so sittlich. Alter, wie wär's, wenn wir uns jetzt mal die Hinterlandzone reinziehen? Oh ja, könnte eine gute Kick-Injection werden. Adele, Loser, Gelutsche, ja. Ja, cool. Oh, das Meer, extrem Uplunching. Und Abhechtung. Jetzt wieder rückwärtig zur vollöden Einerleierei. Ich hab keinen Peil, wie wir noch einen richtig guten Kick abfassen können. Willkommen in unserer Gemeinde, meine Brüder. Was ist denn das für eine Vollflöte? 1, 2, 3, quack, quack. Sei friedlich, Bruder. Ab sofort braucht ihr euren Verstand nicht mehr. Werdet einfach eins mit der Natur, so wie wir. Wisst ihr, Freunde, ich hab früher auch mal in der Großstadt gewohnt und zu dieser Zeit war ich mega gestresst, genau wie ihr. Deshalb hab ich damals beschlossen, zu meinen Wurzeln zurückzukehren, zur Selbstfindung gemeinsam mit meinen Entenbrüdern. Zen ist die große erlösende Kraft. Lasst das Quack-Quack aus eurem tiefsten Inneren sprechen. Gönnt eurer Seele Ruhe, meine Brüder. Wir haben eine kleine Willkommensparty für euch vorbereitet. Überredet? Cooles Ding! Wir verbleiben noch ein kleines Eckchen. Klarologen, zurück zur Natur ist doch so gesund, Nikos. Wir schlagen ein Nachtlager für euch auf, meine Brüder. Meine Brüder, es erwartet uns ein wunderschöner jetzt Tag. Kopf zu, du Knödelkutscher. Die Weckattacke kann so in 1 bis 2 Stunden starten, okay, Dille? Seid ihr denn völlig verrückt geworden? Eine richtige Ente springt um 5 aus den Federn und paddelt erstmal eine Runde. Lockere Anfühlung, Schuppeling. Ist es nicht schön, seine wahren, ureigenen Gefühle wieder zu entdecken? Nun wird es aber Zeit, eine Kleinigkeit zu essen. Siehst du irgendwo einen Futtertrog? Totale Würgattacke! Die verschlingern schleimig Verringeltes! Das ist echtes Entenfutter und garantiert sauberer Stoff. Es ist mit natürlicher Energie angereichert. Ach nö, heute nicht! Wartet, Brüder! Ihr müsst erst mal Kraft tanken, bevor ihr den Frosch melkt. Wen wie was melken? Ziehen echte Enten sowas wirklich durch? Das steht zwar nicht im Lexikon, ist aber allgemein üblich. Stell die Schläuche auf Durchzug, Fofo! Ja, zapf ihm schön die Säure aus der Leiste. Hey, die Hupfrolle kriegt. Das ist schon in Ordnung, meine Brüder. Es ist alles nur eine Frage der Technik. Na kommt, Brüder, steht auf. Die anderen arbeiten alle schon fleißig in der Eichelkettenwerkstatt. Was ist denn das für eine Schweinerei? Eine Werkstatt zur Herstellung von Eichelketten. Wir verkaufen die Ketten an Touristen. Also ich mach da sicher keine Kuppe krumm. Augenblick, Bruder, was meinst du, wie teuer die Kuchen waren, die ihr gestern runtergeschlungen habt? Ich glaube, wir müssen euch zunächst mal die harten Gesetze der Natur erklären. Siehst mit den Eichelketten echt Zucker aus. Lass mal stecken, noch so ein Spruch Schnabelbruch. Achtung, die Touristen sind da. Stellt euch in einer Reihe auf und macht euch bereit für den Tanz der Freude. Eichel. Sie
ist nicht teuer, sie ist echt, es ist pure Natur und sie kostet nur $80. Kohle, eine Naja, weißt du, das Geld gehört doch uns allen und deshalb bringe ich es an einen sicheren Ort, damit es nicht... Ihr dürft da nicht rein. Ah, alles Klärchen. Die Vollcheckung. Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Sei hier kein Schotter, zurück zur Natur kannst du knicken. Oh. Nein, Brüder, wartet. Das ist nicht gut für euch. Ihr dürft das nicht berühren. Schämen, es ist nicht nett zu stehlen. Stell das wieder hin, sofort. Zum Glück sehe ich das nicht so eng. Ich kann ja teilen. Die haben mir die Bude ausgeräumt. Das war aber jetzt echt nicht sehr entenhaft. Hier, ein Geschenk für you. Oh, ein Fliegenkostüm. Schlüpfer mal rein, Bruder. Wow, das ist wirklich unheimlich nett von euch, Leute. Ich weiß gar nicht, ach, wie ich euch danken soll. Ach, schenk dir die Ansage, echt kein Ding, du Klöte. Nochmals vielen Dank, das ist ein tolles Kostüm. Was ist denn los, Rosalind? Du siehst mich ja an, als ob ich eine große Fliege wäre. Rosalind, Schwester, es ist doch nur ein Kostüm. Siehst du, Liebe, geht volles Rohr durch den Magen, Bruder. Wirklich eine gute Schluckung, Frovo. Wir sind stolz auf dich. Lass es, Alter, lass es.